Ja, ich bin hier noch mal ein bisschen rumgelaufen auf unserer Shore-Insel, zur Shore-Insel, und ich dachte, vielleicht finde ich ja noch den anderen Michael, diese andere Scheibe, ne, um den Oktopus da zu öffnen oder den Durchgang zu öffnen. Und ja, dann sehe ich das hier. Ich weiß nicht, was das ist. Aber es sieht doch spannend aus, ne? Keine Ahnung, ob das da hingehört oder nicht. You sit here looking back. I can help you, but you will have to do something for me first. I'll do anything. Anything to see her face again. Ja, wir zeigen uns, also ich bin sprachlos, wir zeigen uns kooperationsbereit und was. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Durchgang, ne? Als ob wir da reingehen könnten. Ja, durch ihn leuchten die so ein bisschen durch, die Tentakel. Was ist mit dir? Tja, und was? Ich gehe doch noch mal gerade hier gucken. Also ich habe irgendwie den Eindruck, das ist jetzt ein Portal, ne? Und wir können da durchgehen. Ich dachte hier, vielleicht haben die Toten so eine Scheibe dabei, aber nee, ne? Ja. Ja, dann. Get rid of them. Also das geht ja noch. Das geht ja noch. Haben wir eine Waffe? Das geht ja noch ein gutes Stück weiter hier, das. Wo sind wir überhaupt? Können wir uns irgendwo dran orientieren? Ja, jetzt. Also, Left Mouse Button ist Fight, ne? So wie ich das verstanden habe. Ja, schauen wir mal. Ah, die Axt. Ja, dann nehmen wir doch die. Gute Idee, kleiner Oktopus. Ah, der erste kommt. Ja, das sind die Kollegen, die wir. Ich wüsste gar nicht, wo wir sind. Die kennen wir ja von der Zeichnung da, diese. Ja. Diese Wasserbewohner. Schade, ich sehe nichts, was wir kennen. Und der hatte die Axt im Kopf. Wieso nimmt er die Axt nicht mit? Oder haben wir die im. Ne, keine Axt. Ja, okay, wenn das. Ich sag mal, wenn das so Einlagen sind. Wenn wir da solchen Monstern begegnen, geht es ja noch, wenn das jetzt kein Hauptbestandteil von dem Spiel ist. Und das ist ein Walknochen, würde ich sagen. Ne? Würde ich sagen.
Hier liegt was. Ein Taucheranzug. Was hat der? Wir haben jetzt einen Taucheranzug an. Können wir jetzt tauchen gehen? Nein! Wir können jetzt unter Wasser. Now, through the depths, you will find your destiny. Das ist ein U-Boot. Mein Gott, liegt hier ein Kram rum. Aha. Können wir den auch irgendwie ablegen, den Taucheranzug? Mist. Hätten wir den vielleicht nicht genommen. Er kann nicht mehr springen. Ja. Den hätten wir vielleicht besser liegen lassen, den Taucheranzug. Hätten wir uns hier mal umgucken können. Aber ich denke, hier ist auch ziemlich schnell Dead End. Ja, so schnell auch wieder nicht. Ja, also in der Tiefe finden wir unsere Bestimmung. Das hier. Ja, sieht nicht mehr so fahrtüchtig aus, ne? Ich habe echt Sorge, wir verpassen hier was, ne? Finden irgendwas nicht. Ja gut, wir haben auf jeden Fall die Wand gefunden, die uns auffällt, die uns vor weiteren Dummheiten abhält. Hier liegt nochmal das gleiche Flugzeug, das haben wir eben schon mal gesehen. Jetzt müssen wir natürlich nur mal gucken, wo ist dieser, wo war denn der Einstieg, oder ist das egal? Der lag doch, das ist noch ein Stückchen weiter. Der lag hier hinten bei so Treibgut am Strand. Ne? Hier lag der, ne? Hier lag der, genau. Und hier ist unser Destiny. Können wir den irgendwie wechseln, den Anzug? Ja. Ich denke, das Spiel. Ja. Wir fragen uns jetzt natürlich, wie das geht, so ganz ohne Druckleitung. Oh, eine Moräne. Nice. Also, das haben sie schon schön gemacht. Das U-Boot ist definitiv zu klein. Bemängle ich jetzt mal sehr stark. Also das ist ja ein Spielzeug-U-Boot. Weil unter Wasser sehen die Dinge eigentlich größer aus, als sie sind. Laufen, ja, das ist doch. Mein Gott, das ist ein Schiffsfriedhof. Woher sind wir hier in der Saragossa-See oder im Bermuda-Dreieck gelandet? Ja, dann wird mir natürlich auch klar, wo diese ganzen Skelette herkommen. Ne? Also, so ein bisschen klarer wird es mir. Weil, ich meine, die müssen ja irgendwie hingekommen sein. Was? Das ist noch so eine Puppe, ne? Äh.
Der erinnert mich jetzt ein bisschen an den Raumfahrer aus Prometheus, ne? Oder? Ja, so liegend, aber ich glaube, der gehört stehend hin. So, ne? Ah, das ist Cthulhu. Cthulhu, keine Ahnung. Ich kenne mich damit nicht aus. Ich weiß, dass es das gibt. LBM Shot Left. Was? Moment. Settings. Wo ist denn das hier? Ne, irgendwo kann man das so hier. View Controls, da. Wir sind jetzt offensichtlich im Void. So. Shoot. Dodge. Ah, links Angriff, rechts Verteidigung. Ah, okay. Und das hier ist der Void. Hätte ja nicht gedacht, dass wir den noch zu sehen bekommen. Mit der rechten Taste macht er irgendwie gar nichts. Hier ist auch nichts. Wir müssen zu diesem Tor hier. Beware, hat du. Ja, wir können aber nicht hier bleiben. Wir müssen zu unserer Tochter. Und das ging. Und hier finden wir jetzt Cthulhu und den müssen wir erschießen. Und hinter uns geht die Tür zu. Das ist ja liebreizend. Ich glaube, das haben wir nicht überlebt. Hold Shift to Sprint. Das probieren wir erstmal aus. Shift. Das ist nicht Sprinten. Kann ich sprinten? Doch, er wird schneller. Ja, wo soll ich denn hinrennen? Muss ich an den vorbeirennen an dem Vieh? Ich meine, hier zurück geht er die Tür zu. Müssen seine Augen treffen. Da scheint er empfindlich zu sein. Scheint er. Wieso müssen wir. Ich meine, der ist doch. Kann man dem weglaufen? Ja, ich ahne schon, was ich schneiden muss. Thank you.
Ja, ich weiß irgendwie nicht so richtig, ob wir den treffen oder nicht. Wir stehen jetzt irgendwie im Rücken zur Wand, glaube ich. Ach, der friert ein. Wir können. Also Rennen ist was anderes für mich. Der kann nämlich wegrennen. Was soll das mit dem Rennen? Ja, also nach diesem etwas erfolglosen Intermezzo im Void habe ich das Spiel dann einfach beendet. Ne? Und ja, als ich dann nochmal geladen habe, ist etwas recht Merkwürdiges passiert, das ich euch jetzt mal zeigen möchte. Dafür drücken wir mal auf Start. Ja, wir sind also aus dem Void raus. Und hier liegt der Taucheranzug. Und hier steht jemand mit einer Kutte. Und 8 Füßen. Oder 6. Weiß ich jetzt gar nicht. Das sind mehr als 6. Ja, auch so ein. Und diese Person muss wohl hier in der Geschichte eine gewisse Rolle spielen. Hier liegen immer noch die geplätteten zuckenden Deep Ones, glaube ich, heißen die. Ja, und da steht der Kollege. Mal gucken, ob wir mit dem reden können, ob uns irgendwas passiert. Und da hinten hat es irgendwie ein Gate aufgetan, also wie es sich da, wie es da aussieht. Wir gehen erstmal zu ihm hier. Guten Tag. Sie sind? Ja, er ist recht wortkarg. Statt von dem bekommen wir Anweisungen in irgendeiner Form. Ja. Den können wir nicht mehr benutzen, den Anzug. Da haben wir gar keinen Zugriff mehr drauf. Ne? Dann haben wir die Chance wohl hier irgendwie vertan. Ja, im Nachhinein betrachtet hätte ich dass dieses Monster da irgendwie also ich denke, dass diese Waffe, die wir da haben, was ist das? Ja, dass diese Waffe, die wir da haben, irgendwie dazu dient, das Monster zu stunnen irgendwie, also zu ja, bewegungsunfähig zu machen und dadurch können wir vielleicht dann in einen anderen Raum gelangen oder was weiß ich, aber ja, so ganz klar ist mir das jetzt auch nicht geworden. Und hier wird es dunkel. Jetzt bin ich mal gespannt, wo wir landen. Am Ende der Demo. Vielen Dank. Na, nee. Ach nee. Ja gut. Ich habe gedacht, wir haben das jetzt irgendwie erledigt bekommen, aber ich weiß auch nicht mehr, was ich hier machen soll in dem blöden Void. Und also. Ja, ich finde das Spiel viel besser, wenn es um Erkundung ging und nicht um Kämpfen. Kann ich nämlich deutlich besser, aber gut, hilft nichts. So. Da ist er. Da kommt er. Da ist Dunman. Bleibt nicht stehen.
War das in unserem Bandstrahl? Komm, renn. Renn, freudiger, renn. Also mit dieser potenten Waffe. Oh, ich verliere die Nerven. Aufmachen. So, da haben wir wenigstens mal abgehangen, haben wir mal ein bisschen unsere Ruhe. Vielleicht ging es auch nur darum, vielleicht ist ja hier in dieser Höhle irgendwas. Was ist der laut? Da leuchtet irgendwas. Oder glänzt irgendwas. Aha. Super. Das wäre jetzt der Zeitpunkt, wo man sich eine Karte wünscht. Ah, hier sagt uns die Geräuschkulisse schon, dass der Kollege da wartet. Wieso geht er jetzt wieder so langsam? Ah, irgendwie scheint das Rennen nicht immer zu kapieren, wenn ich das von ihm möchte. Hier ist. Wieso ist denn der da? Ja, da können wir. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob da jetzt ein Bein durchgeklippt ist oder. Das ist mir jetzt auch egal. Wir sind los. Ja, ich drücke auf Shift und. Also hier ist irgendwie eine Tür. Dahinter wartet er. Ja, die gehen ja zum Glück kaputt. Was sind das für Leute? Das sind wohl die Zombies aus dem Wald. Hänge ich in der Tür fest. Irgendwie, ne? Also, wenn es der Macher des Spiels hier irgendwie. Ich hätte gerne eine Fackel. Auf Angst und Beklemmungsgefühle abgesehen hat, dann hat er das geschafft, ja? Vor allem mit so einem. Mit diesen ganzen. Octopus-Zeug. Hat er bei Lovecraft irgendwie alles Tentakeln? Ich weiß es gar nicht. Und eine Tür. Was ist denn das? Nein. Nee, eine Tür, ne? You stand before him, the slumbering god. I have sealed him from within. Break him free. Also, wir sollen jetzt Herrn Cthulhu befreien. Das hier ist wirklich schon so ein bisschen verstörend, ne? Ah, hier sehen wir auch diese Figuren, die wir in dem Pit gesehen haben. Und das ist wieder so ein Schreier mit aufgerissenem Mund. Ja, als ob die gehören hier irgendwie dazu. Sind das die Kinder oder
Und da waren das die, die wir eben umgenietet haben. Vielleicht sind das auch solche Kreaturen, ja. Ja. Sehen so ein bisschen aus wie so ägyptische Särge, ne? Mit Kopf und so einem kompakten Rumpf. Also so der Rest so einbalsamiert. Und das ist Cthulhu. Guten Tag. Gibt es noch einen Groß, diese Menschen? Wir müssen ihn befreien. Na, ich vermute, das hat irgendwas mit dieser Pflanze da zu tun, ha? Huh? Mhm. Kann man uns den mal ein bisschen genauer angucken? Ich meine, bevor wir befreien. Ah, natürlich nicht. Dafür hat der Spielemacher hier so einen Ring aus Tentakeln hingebaut. Aber ja, also wenn der nicht unangenehm aussieht, dann weiß ich es nicht. Da, was schwebt denn da in der Luft? Was schwebt da in der Luft? Gehört das dahin? Anscheinend. Ja, da schweben auch noch ein paar. Ja, sehr gut. Also wir rupfen jetzt hier die Pflanze aus dem Eimer und da macht Herr Cthulhu den Abgang. Die Frage ist, bringt er uns vorher um oder nicht? Das ist jetzt die Frage. Die Frage aller Fragen. Gut, das Ganze wirkt jetzt, tut mir leid, dass ich das Wort jetzt schon wieder bemühen muss, alternativlos. So. Wir können übrigens nicht auf ihn schießen, gerade. Er öffnet die Augen. Er erhebt sich. Ja, jetzt wird Zeit für ein dickes Dankeschön, ne? Aber kein... Ja, aber nur gucken, nicht anfassen. Ich dachte, er drückt uns jetzt noch einen Schmatz auf die Wange. Ja, ich sag mal so, ne, alles was nicht wollt, ist, ist gut. Wir sind hier draußen. Hier, das ist wahrscheinlich wieder so ein Dead End, ne, wo wir ja, uns irgendeine Mauer hindert, weiterzukommen. Irgendeine unsichtbare Wand. Ja, hier. Schade, ich würde gerne mal in diesen tropischen Bereich der Insel kommen. Der wirkt ja doch viel freundlicher als diese Wasser. Ja, hi. Guten Tag. Wir waren's, der Retter. Ihr erinnert euch. Ja. Ja, also ein schönes Spiel, ne? Hat Ars Dragonis da zusammengestellt. Im Hintergrund hören wir Cthulhu noch planschen, ne? We're recording using a cell phone. I want to thank everyone who helped me with their positive energy from social media and made it come true and kept me going. So, you can reset the story and play again from the beginning. Settings reset. Please send us feedback. Ja,
Ja, also ein sehr, sehr schönes Spiel hat der Ares da uns, oder eine schöne Demo hat er uns da angedeihen lassen. Und ja, ich bin so ein bisschen hintergerissen. Also dieser Teil im Void, den fand ich so ein bisschen, naja, ne? Und weil man ja auch nicht wusste, was man da machen soll. Aber den Rest mit der Insel und dieser Geschichte und den Leuten, die hier wohl gelebt haben, dieses Ritual und all sowas, das finde ich schon richtig nice, richtig spannend, ne? Und ja, ich denke, ich werde mir das holen, ne? Und dann spielen wir es hier mal, ne? Kann allerdings sein, dass das Let's Play dann ratzfatz im Void endet. Ja. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und vielleicht sehen wir uns in einem anderen Let's Play. Bis dahin. Tschüss.